Heute besuchen wir Freiburg in Schlesien. Wie die Karte zeigt, liegt es südwestlich von Breslau in der Nähe von Schweidnitz. Hier sehen Sie ein Google-Bild von dem Stadtplan der Kleinstadt Freiburg in Schlesien. Hören Sie einen Teil der Geschichte von Freiburg in Schlesien. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg fiel Freiburg 1742 mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. Schwere Schäden richtete 1781 ein Feuer an, wobei mehr als 300 Häuser, die Pfarrkirche und das Rathaus mit einem wertvollen Archiv zerstört wurden. Auf Befehl des Königs Friedrich II. Wurde das Rathaus 1781 wieder aufgebaut. 1776 erhielten die evangelischen Gläubigen eine eigene Kirche. Mit den preußischen Reformen von 1807 bis 1810 wurde Freiburg von der Grundherrschaft gelöst. 1816 wurde es in den Landkreis Schweidnitz eingegliedert, mit dem es bis 1945 verbunden blieb. Einen wirtschaftlichen Aufschwung gab es mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnverbindung Breslau-Schweidnitz-Freiburg, die 1844 eröffnet und 1853 bis Waldenburg und Hirschberg verlängert wurde. 1869 wurde das Bahnhofsgebäude errichtet. Bereits 1809 war die Leinwandfabrik Carl Friedrich Kramstad gegründet worden und ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Uhrenfabrikation von Gustav Becker. Von 1860 bis 1890 war Freiburg Garnisonstadt. Bedeutung erlangte auch das Schulwesen. 1873 bestand eine höhere Bürgerschule, ab 1903 eine Oberrealschule und ab 1938 eine Oberschule. Von etwa 1945 befand sich in Freiburg ein Außenlager des KSZ Großrosen. Im Jahre 1945 gehörte Freiburg zum Landkreis Schweidnitz im Regierungsbezirk Breslau der preußischen Provinz Schlesiens des Deutschen Reiches. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Freiburg 1945 wie fast ganz Schlesien von der sowjetischen Besatzungsmacht unter der polnische Verwaltung gestellt. Freiburg erhielt den polnischen Namen Swibodzice. Die deutsche Bevölkerung wurde zum größten Teil von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben. Die neu angesiedelten Bewohner kamen zum Teil aus den an die Sowjetunion gefallenen Gebieten östlich der Kherson-Linie. Dieser kurze Film soll und kann nur eine kleine Anregung sein, sich mit Freiburg, Schlesien und der Geschichte dieses wunderbaren Landes zu beschäftigen. Man wird sehr viel Interessantes entdecken und eine Reise in dieses wunderbare Land lohnt sich immer, denn Schlesien hat sehr viel zu bieten und es kann viel neu entdeckt werden. Glück auf, Heimat Schlesien!